Dann wollen wir mal gucken. Frankfurt Tinder mit Reality Stars RTL. Ach du Scheiße. Republik ist der Nummer. Habibi, natürlich. Oh, ich kenne die. Das ist Isabelle. Oh mein Gott. Wo habe ich die damals kennengelernt? Ich war damals mal cool mit der, aber. So, jetzt sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Ich würde ihn sofort heiraten. Du würdest ihn sofort heiraten? Sofort. Oh mein Gott, Applaus! Ist das Menderes? Ist das Menderes? Cosimo, ja, noch schlimmer. Safe, der Drecksau. Bruder, was gucken wir hier? So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Heute haben wir was ganz anderes, und zwar Tinder auf meine Art auf dem World Club Dome. Promi-Tinder. Ich würde sagen, wir checken jetzt einmal die Männer ab und ihr applaudiert, okay, Mädels? Also, das sind unsere Männer, die Single sind. Oh, warum macht ein schwarzer Bruder damit? Oh mein Gott. Bruder, warum? Oh mein Gott, guckt sie euch mal an. Einer hübscher wie der andere. Bruder. Boah, guckt ihr euch mal an. Raketen, Alter. Boah, das wird immer geiler. Amana, Jeff, den Prambagi. Ich kenne einfach niemanden von denen außer Isabelle. Und Isabelle kenne ich nicht mal aus dem Fernsehen, sondern von irgendwas anderes. Und den hier kenne ich. Der ist auch ein Knecht. Schalt Tinder auf meine Art. Ladies first. Hi. Hi. So, stell dich mal vor. Ich bin Nathalie. Nathalie, woher kommst du? Aus Köln. Weißt du, warum du heute hier stehst? Nein. Ich verrat's dir. Du checkst diesen Typen einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Elvis auf Elvis Presley auf Wish bestellt. So, jetzt sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ich würde ihn sofort heiraten. Du würdest ihn sofort heiraten? Sofort. Ist er. So, jetzt sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ich würde ihn sofort heiraten. Du würdest ihn sofort heiraten? Sofort. Ist er genau dein Typ? Genau, dieser Stil, dieses Lächeln. Kurze Frage, Chat. Ist sie ein Transformer? Diese Frisur, einfach alles. Ich hätte jetzt gefragt, was dein Traummann ist, aber du sagst, er ist es. Ja. Okay, crazy. Dann hören wir uns mal die Meinung von ihm an, ob es genauso ist. Okay, ich bin vielleicht gespannt. Wird sie ein Date. Wer weiß. Boah, crazy sympathisch. Gehen wir eins weiter. Hey, Gigo, stell dich mal vor. Ich bin der Checker vom Necker, der DSS Cracker, Stuttgarter Rapper. Boah, shit. Man kennt dich, oder? Überall, Bruder. Du weißt, einmal drehen und dann stehen bleiben. Okay, dann weißt du ja, check sie. Was für eine Lache. Mal ab, einmal von oben bis unten. I've been really trying, baby. Cosimo, date oder nicht? Auf jeden Fall, Bruder. Das ist wie Mischung von, wie heißt es, Shakira, Beyoncé. Kennen wir dieselbe Shakira oder dieselbe Beyoncé oder von wem redet der da gerade? Weißt du, dass Beyoncé schwarz ist? Okay. Wie heißt die andere? Kardashian. Bruder, die hat alles, was eine Frau haben muss. Sie hat so. Ey, yo, what the fuck? Sie hat alles, was? Sie hat gesagt, du bist ihr Traummann. Bruder, für mich ist sie auch Traumfrau. Schau dir an, Bruder. Beenden wir das mit einem Kuss? Auf jeden Fall. Oh mein Gott, die küssen sich. Oh mein Gott, Applaus. Was passiert hier gerade? What the fuck? Bro, wir sind 2 Minuten im Video drin. Was passiert hier gerade? Wow, oh, so schön. Ich krieg Gänsehaut. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Isabella Luna und ich bin hier irgendwie gerade in diese Show reingeraten. Was passiert hier gerade? Digga, wo habe ich Isabelle damals kennengelernt? Ich weiß nicht, ich komme irgendwo in Berlin. Ich weiß es nicht mehr, Digga. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann nicht. Normalerweise läuft das ganz anders ab. Don't judge me. Normalerweise hättest du jetzt Talahons vor dir. Ja, Mann, das ist genau mein Ding, Habibi. Wo sind die Talahons? Wir sind hier auf dem Elektrofestival. Hier gibt's keine Talahons. Billa, da musst du auf die Zeil kommen. Guck mal, Herkules, einmal von oben bis unten ab. Die waren bei diesem World Club Dome. Oh mein Gott.
echt der, Bro. Chat, ich muss euch was dazu sagen. Ich wurde mal von einer jungen Dame dazu verdonnert, mit ihr Bachelor zu gucken. Und da war dieser Typ auch, okay? Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Dieser Typ, oh, egal. Heutzutage ist jeder Reality Star. Digga, also, wie heißt du noch? Isabella Luna, wie kannst du das nicht wissen? Ich bin ein Star. Okay. Isabella Luna, sag mir, ist es dein Typ? Date, ja oder nein? Das Ding ist, ich weiß ja nicht, ob es ein Taler Hohn ist, weil er nackig ist. Vielleicht hat er ja so tagsüber so Gucci-Tasche und so. Wollen wir ihn mal fragen? Ja, frag ihn mal. Herkules, komm mal her. Bist du ein Taler Hohn, Habibi? Guck mal, sie hat eine Frage. Wir müssen doch jetzt, diese Taler Hohn ist doch gerade hin. Ich muss jetzt wissen, ob du ein Taler Hohn bist, weil man sieht's nicht, weil du ja nackig bist. Wie niemals bin ich ein Taler Hohn, niemals. Was bist du? Ich bin Hybrid aus Deutsch und Türke. Hybrid, what the fuck? Aus Deutsch und Türke. Ja, würde auch als Talerhund durchgehen, oder? Reality Star auch gesagt. Reality Star. Ja, natürlich. Ah, okay. Yeah. Sehen die aus wie ein Star? Ja. Dankeschön. Darf sich jetzt jeder als Star bezeichnen? Sieht sie auch aus wie ein Star? Ich bin lecker, bist du. Guck mal, der beißt sich so auf die Lippen. Aber ich darf nicht zu viel flirten. Wegen Erdogan. Checked up. Oh yeah. Okay, also ist er dein Typ? Ja, ist auf jeden Fall ein Hübscher. Wie muss denn dein Traumtyp optisch aussehen? Beschreib mal. Ich stehe. Oder zeigst du mit dem Finger auf ihn? Es gibt keine Optik, wenn ein Typ cool ist. Warum spielt Bro mit seinen. Oh, come on. Optisch aussehen, beschreib mal. Ich stehe. Oder zeigst du mit dem Finger auf ihn? Es gibt keine. Digga, hör auf, deine Brüste so anzuziehen. What the fuck? Bro? Eine Optik, wenn ein Typ cool ist, ist er cool. Ist mir scheißegal. Guck mal, was er macht. Okay, er kann mit den Titten zucken. Yalla, Date. Wir hören uns jetzt die Meinung mal von ihm an. Ciao, wir haben zwei Teddys. Ich komm trotzdem zu dir. Ich muss gucken, ob. Kannst du mein Elfer privat anschauen über Insta? Ja, später nicht. Ich hübsch aussehe. Sehr hübsch. Stimmt ab unter dem Video, bin ich hübsch oder nicht? So. Niemand wird abstimmen. Versprochen, erstens gibt es keine Abstimmung. Und zweitens, wenn es eine gibt, wird keiner abstimmen. Go get a job. Stell dich mal vor. Mein Name ist Osam, bin aus Hamburg, 28 Jahre alt. Osam? Jawohl. Du bist Türke? Ich bin Türke. Okay, crazy. Du weißt ja, wie es läuft. Check sie mal ab, einmal von oben bis unten. I've been really trying, baby. Okay, Osam, sag mir, ist es dein Date? Ja oder nein, begründe. Ja, na was für. Auf jeden Fall ein geiles Set, also ein geiles Outfit. Aha. Mag ich, gefällt mir. Eine schöne Ausstrahlung. Ich mag die Muttermal hier. Er steht auf dein Muttermal. Ich finde sowas süß. Ja, okay, sehr, danke, es freut mich. Weil, sag doch warum, weil das macht sich einzigartig. Und wissen mal, das macht sich aus. Dankeschön. Eine schöne Ausstrahlung. Jetzt bin ich verliebt. Oh nein. Ozan, sei mal ehrlich, wie sprichst du Frauen an? Also wenn dir eine gefällt. Also ich gehe einfach hin und sage, hey, was geht ab? Sag, hey, zeig mal. Ich sag, hey, was geht ab? Hi. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, wie heißt du? Ich bin dann immer ganz schüchtern auf einmal. Ich heiße Isabella. Hi Isabella, mein Name ist Ozan. Hi Ozan. Bist du aus Frankfurt? Nein, aus Berlin. Aus Berlin? Ja. Eine Berlinerin. Schön, komm aus Hamburg. Cool, ist ja in der Nähe. Es ist für die. Mama und Papa, wir haben dich kennengelernt. Ja, ich war mal World Club Dome und dann hat er so ein glatzkopfiger Mr. Proper mir eine Frage gestellt, ob ich bei dem Video mitmachen will. Und da habe ich deinen Vater kennengelernt. Der Vibe passt schon mal. Sehr gut. Warte, wir müssen Sternzeichen machen. Das Frankfurter. Ein Publikum kriegt eine Nummer. Lakshu, Habibi, natürlich. Also ist für dich auch ein Date? Auf einmal so. Ja, also. Ja, kann man machen. Warte mal, wie? Das muss Ding so ist. Ein Ja von Seele sein. Ja, das Ding ist, hör mal. Guckst du Erdogan? Erdogan. Are you the one? Ja. So, dementsprechend darf. Kann das sein, dass die da im TikTok, im Video mit TikTok macht? Kann das sein, kann das
ein... Was, Bruder? Ich... Oh. Bro, what? Kann das sein, dass die da im Video mal TikTok gemacht hat? Bruder, wo sind deine ganzen Worte? Holy shit. Ja, die macht immer noch TikTok. Wenn ich zu viel verraten, ich darf nicht zu viel sagen. Achso, du hast... Ja? So, dementsprechend darf ich... I had one. Are you the one? Ja, von Seele sein. Ja, das Ding ist hörmert. Guckst du I had one. Are you the one? Ja. So, dementsprechend darf ich nicht zu viel verraten. Ich darf nicht zu viel sagen. Der ist sympathisch. Ist der dumm oder so? Nur weil du jetzt zu Are you the one gehst, darfst du eine Frau nicht bewerten? Ist der dumm? Was labert der? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass im Vertrag von Are You The One drinne steht, wenn du eine Frau auf der Straße siehst, darfst du sie nicht bewerten. Bruder, raff dich mal. Du wolltest jetzt einfach nur erwähnen, dass du bei Are You The One sein willst und mehr nicht. It's not that deep, bro. Er darf nicht sagen, er datet jemanden, glaube ich. Ja, aber er schiebt's ja die ganze Zeit auf Are You The One, das macht keinen Sinn. Kann es sein, dass die da im Video mal TikTok gemacht hat? Da hatte ich Lieder über... Ja, kann sein. Wo ist das? In Frankfurt, glaube ich, bei diesem World Club Dome. Wir machen trotzdem weiter. Ich bin bei Isabella. Ihr wart sehr cool. Isabella. Ja, Bro, es kann ja sein, dass er bei Are You The One ist, aber das heißt doch nicht, dass sie dem vorschreiben, dass er keine Frauen bewerten dürfte. What? Dankeschön. Gerne, Bro. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Yvette Mons. Wie? Yvette Mons. Die hat safe, wie heißt es? Veneers. Mons? Ja. Noch nie sowas gehört? Yvette Mons? Das ist mein Name. Yvette Mons? Ja. Yvette Mons, check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Ich verstehe nicht, was unsere Brüder und Schwestern immer bei diesen Videoformaten machen. Warum geht man zu Pumpkin Monkey ins Video und macht da mit? Mach lieber bei UC mit, Alter, nicht bei Pumpkin Monkey. Yvette Mons, ist es ein Date? Ja, nein? Ich muss was sagen, ich bin vergeben. Ja. Warum machst du dann bei dem Format mit? What the fuck? Aber ich sag meine ehrliche Meinung so, ne? Wegen dem Jogginganzug safe, ja. Wegen dem Jogginganzug safe, ja. Ja, weil der Jogger geil ist. Wie lange bist du schon vergeben? Oh, 12 Jahre. 13. Boah, was meinst du, was dein Freund macht, wenn er das sieht? Der lacht sich kaputt. Echt? Cool. Der Youth of the Year. Deine Freundin ist im Internet und sagt, ein anderer Mann ist eine 13 von 10. Du wirst gefragt, was würde dein Freund dazu sagen? Und sie sagt, der würde darüber lachen. Alright, Bro. Cool, ey. Haben wir aber dein Einverständnis? Ja. Sehr cool. Ja. Dann hören wir uns mal die Meinung von ihm an. Stehst du auf Leute, die tanzen? Ja. Okay, wir gucken, ob er tanzen kann. Ja, ey, Junge. Warum sollte er tanzen können, Pumpkin Monkey? Kannst du mir erklären, warum er tanzen können sollte? Gibt es irgendeinen expliziten Grund, warum unser schwarzer Bruder tanzen können sollte? Ich verstehe gerade nicht. Fuck, man. Hey, what up, man? Hey, what up, man? Stell dich mal vor, ihr Motherfucker, man. Hey, yo, what the fuck? Bruder, das ist nicht lustig. Das weißt du schon, gell? This shit is not funny. What up, it's the boy Breezy. It's been a Breezy. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Who invited this man? Bruder, in der wirklich nettesten und respektvollsten Art und Weise, dein Arsch ist nicht breezy. Okay? Dein Arsch ist nicht breezy. Warum nennt ihr euch nach einem anderen Mann? Ich verstehe nie, warum Menschen sich nach einem anderen Mann nennen. What? Brother? Christopher Brown. Hey, what up? Sie hat gesagt, sie würde dich daten wegen diesem Jogginganzug. Oh, okay, nur wegen meinen Klamotten. Wie heißt das?
Size 96. Oh shit, 96. Nicht. Warum ist Pumpkin auf einmal Ami geworden? Oh shit, check's mal an. Wie bitte? Meinst du nicht wegen seiner Keule, sein drittes Bein? Digga, was sind das hier für Sprüche, für racist ass Vorwürfe oder Vorurteile? Könnt ihr euch vorstellen, dass nicht jeder Schwarze diesen Sachen erfüllt? What the fuck? Wesley Snipes, Wesley Thompson, aber meine Mama hat dich so genannt. Danke. Ehrlich, wie lange ist der? Bruder, was? Warum fragst du einen anderen Mann, wie lang sein Dödel ist? Wow! Wenn das kein Pause ist, weiß ich auch nicht. Grown-ass Man, der einen anderen Grown-ass Man fragt, wie lang sein Ding ist. Ey, Bro. Du hast safe den längsten hier aus der Reihe. Ich kann das nicht mehr. I say no worries, sag nix. Okay. Breezy, check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Red Bull tot. Aber ihr Kleid ist schön. Sag mir, ist es ein Date, ja oder nein, begründe? Ja, weil sie strahlt. Sie strahlt? Ja. Nicht nur wegen ihrem Outfit, sondern innerlich. Yeah. Hör dir das mal an. Also ich würde dich... Warum kommt sie angerannt? Du hast einen Freund. Step back. Mach mal einen gewaltigen Step back nach hinten. Weil du strahlst. Ich hab eine Ausstrahlung. Genau. Ja. Gute Ausstrahlung. Ist deine Charakter auch so? Ja. Dann ist ein Match. Es gibt aber ein Problem. Ja. What problem? Ich bin glücklich verheiratet. Oh shit! The party's over, man. Aber vielleicht findest du ja so eine. The party's over. Ja, also wir haben gesagt, sie steht auf Jungs, die tanzen können. Ja. Willst du einmal loslegen? Let's go. Also er tanzt eine Runde für sie. Bro hat uns gerade ein ganzes Jahrhundert zurückgesetzt. Bro hat uns gerade ein Jahr zurückgesetzt mit Pop Smoke, Sturdy gehen, auf Anhieb, wenn man ihm sagt, tanz wie ein Tanzaffe, hat er getanzt. Ja, das war's, Chat, das war's. Digga, wer editiert dieses Video? Hättest du nicht einfach irgendeine Musik unterspielen können, statt diese dummen Sounds zu spielen? Ist der dumm? Aber sehr sympathisch. Man, yes, sir. Wir machen weiter. Yes, sir. Hi. Hi, ich bin die Alexa aus Mannheim. Alexa, reagierst du auch wie die Alexa? Nein, ich habe Feierabend heute. Also keine Musikbestellung, bitte. Komm mal ein bisschen näher zu der Alexa. Gut, Alexa, weißt du, was heute deine Niki, ich probier's. Aufgabe ist? Ich habe da so einen heißen Mann gesehen da hinten. Echt? Ja, da hinten, der mit der Brille. Okay, den checken wir jetzt einmal von oben bis unten ab. I've been really trying. Bro. Jeder, der mich jemals in seinem Leben Onk genannt hat und gesagt hat, ich bin zu alt, um im Internet zu sein. Was macht sein Arsch im Internet? Sein Arsch hat doch schon Enkelkinder. Wie kann es sein, dass ich kritisiert werde, weil ich im Internet bin, aber sein Arsch ist mit Sonnenbrille, Hemd offen? Oh, come on, Bro. Bro, guck mal, wie weit sein Hemd offen ist. Bruderherz, hast du nicht irgendwie Nichten oder so? Die du, Enkelkinder, die du versorgen musst? Alexa, was sagst du? Ist es dein Date? Ja oder nein? Ja, aber ich bin so ein bisschen schüchtern. Ich weiß nicht, ob er mich heiß findet, meinst du?
Findest du ihn heiß? Ja. Erstmal die Frage so. Ja. Wie muss dein Typ optisch aussehen? Ja. Schwarze Haare, so Haare auf der Brust am besten. Ich glaube, das hat er, oder? Ja. Was? Digga, ich schwöre, dieses Video ist voller Klischees. Sie sieht einen Schwarzkopf, sie geht davon aus, er hat Haare auf Brust. Arbeitest du? Ja? Ich bin selbstständig, Tattoo-Model und Tänzerin, ja. Kannst du auch tanzen? Kannst du einen Spagat? Ja, ich kann euch was zeigen nachher. Zeig mal. Nachher. Ja? Nachher. Dann hören wir uns ihn erstmal. An ihm, ja genau. Lock. An ihn? Oh, Playboy 51. XLD aus Frankfurt, Digga. Alter, Vater. Der Name hat Musik. Du weißt ja, was deine Aufgabe heute ist. Die meine findet auch dich so heiß, hat sie gesagt. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Digga. Sehe ich das gerade richtig? Hat sie ein Kreuz-Tattoo über ihrer... Oh nein. Das muss ein Fiebertraum sein. Das muss wirklich ein Fiebertraum sein. Das muss ein Fiebertraum sein, ehrlich. Ich weiß nicht, Bro, ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen, ich bin dir ehrlich. Sag mir, ist es ein Date? Ja, nein, begründe. Digga, die Alte ist eine 6, das ist eine Granate. Das ist das Geilste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Echt? Ich habe der meinen Lieblings-Teddybär mitgebracht, mit dem schlafe ich immer abends. Und dieser Teddybär, wer den hat, der hat den Schlüssel zu meinem Herzen. Und der Teddybär gehört hier. Komm her, Baby. Komm her, mein Schatz. Hey, ich bin der Juxel. Wie heißt du? Alexa. Aus Frankfurt, wo kommst du her? Mannheim. Aber Juxel, bist du Single? Ich bin Single, ja. Warum vergreift sie sich so an ihm, als ob es Selbstbedienungsstand wäre? Man denkt, da steht SB-Kasse. Bruder, was macht sie da? Aus Frankfurt, wo kommst du her? Mannheim. Aber bist du Chris? Ja, bin ich. Bist du Single? Zieh ihn doch aus. Mit dem Teppich schläft er jeden Abend. Ab jetzt schläft Bill mit jemand anders. Ja. Ich bin Single, ja. Hör mal zu, diesen Teddybär habe ich mir selber gekauft. Und er steht jeden Abend bei mir. Und wer diesen Teddybär hat, der hat den Schlüssel zu meinem Herzen. Aber riecht er nach dir? Ja, mein Engel, den will ich ja schenken. Wirklich? Ja, nur du kriegst den. Wenn du den hast. Aber wisst ihr, das Ding ist, Chat, und das ist gerade, was ich realisiere. Warum bin ich schockiert? Das sind Leute, die im Fernsehen, nicht im Internet, im Fernsehen, diese Leute haben gar keinen, die sind abgestumpft, was Schamgefühl angeht. Die sind wirklich abgestumpft. Die kennen da gar nichts. Das sind bestimmte Leute, die haben sogar Sex im Internet. Du hast den Schlüssel zu meinem Herzen. Oh, Jürgen, das ist voll süß, aber würdest du deine Nummer da drauf schreiben? Sie wollte auf dir was zeigen. Ha, mir ja, was der zeigen. Spagat. Jetzt Hunger. Ey, yo, what the fuck? Auf was hast du jetzt Hunger? Alter, die ist einfach Magic Mike. Magic Marika. Also, heiraten will ich nicht aus einem Grund, weil die Frauen wollen mein Bestes. Die wollen nur mein Geld. Aber auf Ibiza können wir heiraten. Ich hab geduscht. Lass uns Spaß haben. Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß. Bitteschön. Hi. Hi. Na, sexy Frau. Hi, Fatih. Hi, stell dich mal vor. Ich bin Jessie. Jessie, du weißt ja, was heute deine Aufgabe ist. Ja. Du checkst diesen sexy Typen einmal von oben bis unten ab. I've been really trying. Bro, du warst doch schon gerade eben da. Lass doch mal anderen Leuten auch eine Chance, Alter. Ja, ehrlich. Sag mir, ist es ein Date, ja oder nein? Mir ist so warm. Mir ist gerade so warm geworden. Ja, der ist voll süß. Was hast du gesagt? Süß, süß oder heiß? Beides. Beides? Ja. Wie muss dein Typ optisch aussehen? Tätowiert mag ich. Okay. Das war's.
Nee, er muss selbstbewusst sein. Stell dich mal vor. Ich bin der Lars, servus. Achso. Lars, du bist bekannt. Der sieht aus wie der andere. Ich schwöre, der sah einfach aus no racist shit, der sah echt aus wie der andere. Bekannt aus dem Reality, yo. Reality? Reality. Wie viele Frauen hattest du schon? Keine Angabe. Wie hoch ist dein Bodycount? Keine Angabe. Okay. Check mal Jesse einmal von oben bis unten an. I've been really trying. Diese Brille ist so ein Ick. Imagine, euer Kind geht so aus dem Haus. Wow. Sag mir, ist es ein Date? Ja, nein, begründe. Safe and Date ist eine. Also, ich finde eine Drecksau. Bisschen, ne? Versau. Oh, ist eine was? Eine was ist sie? Eine Drecksau. Bruder, ich schwöre, dass ich bin so fern von dem, was hier gerade passiert. Ich verstehe gerade gar nichts. Hat er gerade wirklich Drecksau genannt? Safe and Date ist eine. Also ich finde eine Drecksau ist eine versaut. Bruder, du hättest jedes Wort nehmen können und du hast dich für Drecksau entschieden. Safe. Ah, safe and Date. Safe. Also, allein der Gedanke mit ihr, ne? Also. Sexuell, safe eine Drecksau. Ew. That shit stank. Oh shit. Was soll ich erzählen? Dein Partner ist vor dir abgehauen. Warum? Warum ist er abgehauen? Was hast du ihm erzählt? Ne, der hat ein bisschen Angst vor mir. Wieso? Naja, also er fand mich am Anfang voll toll. Ne, ich meine, ey, es war alles super, bis er mich gefragt hatte, was ich arbeite. Ja, ich bin Domina, weißt du doch. Was ist sie? Ach, stimmt. Wir haben uns doch letztes Jahr kennengelernt. Ja. Ich bin doch die Trichtertante. Stimmt. Erzähl mal noch mal, was du gemacht hast. Ja, na, was ich mache, was ich gemacht habe. Ich mache Videos von meinen Klienten, die ich halt ordentlich voll versch... Also, Oh, was? Was macht die? Ich hab Sklaven. Ja, die. Ey, yo, what the fuck? Was? Essen gerne Scheiße. Ey! What? Und ich füll die halt dementsprechend ab. Und mit einem Trichter kannst du zum Beispiel rein. Bitte was? Bitte was? Oh, hell no. Oh. Ehrlich. Das Ganze berührst du und die nehmen das halt auf. Ich habe aber so einen Trichter mit Schlauch, ne? So aus dem Obi. So für 3 Euro und da läuft das alles wunderbar ab. Das ist abartig. Also ich habe vieles gemacht, ne? Und man kann mich nicht abschrecken, aber das, was mir in den ganzen Jahren im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich einer, der wollte haben, dass ich meinen Müll bei ihnen in den Arsch reinschiebe. Das ist so abartig. Jetzt quasi Zewa benutzt Kondome, die ich also auf den Ew! Schnell Dildo packe, ne, und die Boah, Bruder, was? In was für einer gefickten Welt leben wir, Alter, jetzt mal ehrlich. Diese Kondome, die in den rein, genauso wie Zewa und benutzte Handschuhe von mir. Und dann musste ich den alles in den machen und dann habe ich auch alles, also ich habe ihm dann auch Müllbeutel gegeben und er hat das natürlich dann auch selber rausgemacht. Ich mache das nicht, aber wie gesagt, er wollte meinen Müll im haben. Wow, ich bin baff. So, deine abschließenden Wörter? Wenn ihr euch nicht benehmt, dann kommt ich euch ins Maul und das sogar kosten. Also, benehmt euch. Die Sau, ich bin raus. Digga, die
wirklich so abartig. Das war gerade echt nicht nötig. Das war gerade wirklich nicht nötig. Das einzige Gute, was ich hier draus habe, ist, dass ich einen Clip gemacht habe. Mehr nicht. Ey Leute, ihr habt das vorhin gesehen. Das war ganz Zufall, dass die Dame gesagt hat, alleine nur wegen dem Jogginganzug würde ich ihn daten. Und jetzt will ich euch die Marke zeigen. Bitte, gebt euch diese... No free promo, gang. No fucking free promo, my brother.